Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Thomas, liebe Frau Schell für den Vorstand des Klimadiskurs, sehr geehrte Vertreter von Politik, Verwaltung und Medien, sehr geehrte Referenten, liebe Gäste. Ich freue mich, Sie alle bei den Stadtwerken Düsseldorf begrüßen zu dürfen und das, wie ich gerade schon wieder merkte, an einem Ort, den Sie alle mögen, nämlich unserer Turbinenhalle. Das Gebäude ist tatsächlich ein besonderes Gebäude, tatsächlich wie auch symbolisch für den technischen Fortschritt zur Zeit der Industrialisierung. Damals ist die Energieinfrastruktur erstmals in eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der modernen Gesellschaft gekommen. Ein tiefgreifender Strukturwandel, auch zur damaligen Zeit, der sich heutzutage, wenn auch unter völlig anderen Vorzeichen, aber wiederholt. Lassen Sie mich erklären, welche Form von Strukturwandel ich damit meine. Wir meinen aus unserem Geschäft heraus in den Ballungsräumen von Nordrhein-Westfalen. Was wir meinen ist, hier wie in anderen Ballungsräumen verwachsen die Infrastrukturen für Strom, Wärme, Entsorgung und Verkehr zunehmend. Ein Prozess, den man mit Fug und Recht Strukturwandel nennen kann. Viele sagen dazu auch Sektorkopplung. Es ist aber ein Strukturwandel. Eine Schlüsselrolle kommt hierbei ebenso wie in anderen Bereichen vernetzenden IT-Plattformen zu. Mit der Entwicklung neuer Softwareanwendungen, etwa zur Lenkung und Abwicklung des Verkehrs, zur Steuerung von Technik im Wohnraum oder zur Organisation der Energienetze, öffnen sich immer neue Möglichkeiten, um die Systeme und damit die Produkte für die Bürgerinnen und Bürger kundenfreundlicher und auch effizienter zu gestalten. Und das ist auch, meine Damen und Herren, richtungsweisend für den weiteren Weg der Energiewende, wie ich finde. Diese steht zurzeit an einem kritischen Punkt. Indikator dafür ist die zunehmende Notwendigkeit regulatorischer Eingriffe. Diese führen im Ergebnis zu einer immer größeren Entfernung vom Markt und den Bedürfnissen der Menschen und den Bedürfnissen unserer Kunden. Aber auch, und das interessiert uns heute in diesem Rahmen ganz besonders, zur Verfehlung der CO2-Minderungsziele trotz enormen Einsatzes von Kapital und erheblich gestiegener Endkundenpreise für unseren Strom. Deshalb sage ich, wir brauchen einen Wandel in der Logik, einen Wechsel der Perspektive. Statt die Energiewende, wie bisher oft, eher zentralistisch von oben nach unten durchzuplanen, ist ein Richtungswechsel nötig. Notwendig ist vielmehr, statt des zentralistischen Ansatzes, ein Ansatz von der Basis her, also ein aus dem Markt heraus generierter, integrierter Ansatz, der den beschriebenen Strukturwandel aufnimmt, die Gesamtheit der Akteure und ihrer spezifischen Bedürfnisse aufeinander abstimmt und daraus eine ganzheitliche Strategie für die jeweilige Region oder Stadt ableitet. Ein solches Energiesystem, das sich, und die Fachleute unter uns wissen, was ich damit meine, das sich wie ein neuronales Netz aus den urbanen Zentren heraus in die Regionen entwickelt, birgt große Potenziale zur Kostenreduktion und zur Senkung der Umwelt- und Klimabelastungen. Neuronale Netze, das wissen Sie, entwickeln sich strikt, effizienzgetrieben, sind flexibel und vor allen Dingen aus sich selbst heraus lernfähig. Sehr geehrte Damen und Herren, nur auf diese Weise, so ist es unsere Überzeugung, gelangt die Energieinfrastruktur erneut in eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Gesellschaft. Dabei geht es nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um den Erhalt der Lebensqualität in den Ballungsräumen sowie um die Standortattraktivität für Industrie und Gewerbe. Die Belastung der Innenstädte durch Luft- und Lärmemissionen schaden nicht nur den Menschen unmittelbar, sondern auch der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Probleme zu beseitigen ist Umwelt- und Menschenschutz und bringt in der Folge den effizientesten Beitrag für den Klimaschutz. Und diese Entwicklung ist aus meiner Sicht keine Prognose, sondern bereits im Gange. Die Megatrends Digitalisierung und Dezentralisierung, vor allem
im urbanen Raum und anders als im Kontext der Energiewende oft geprägt, scharf abgegrenzt von der Begrifflichkeit des Kleinteiligen. Dezentralität ist in Städten vielmehr Angepasstheit an die spezifischen Anforderungen, die von Stadt zu Stadt und Region zu Region durchaus differieren. Dezentralität erfordert intelligente Vernetzung und Digitalisierung ermöglicht intelligente Vernetzung, und zwar zwischen all den genannten Sektoren. Klimaschutz, so heißt es, fängt im Kleinen an. In unserem Verständnis meint das nicht nur, dass jeder Einzelne mit seinem Verhalten einen Beitrag leisten kann, sondern auch, dass intelligente technische Lösungen quartiers- und regional scharf ausgelegt werden müssen, um ein Maximum an Marktnähe und auch vor allem Akzeptanz zu erreichen. Für eine größere Lebensqualität in unserem direkten Umfeld und für einen nachhaltigen Klimaschutz. Und deshalb, meine Damen und Herren, verbietet sich die Verfolgung rein zentralistischer Ansätze, wie etwa ein pauschales Hinarbeiten auf eine All-Electric-Lösung angesichts der komplexen Realität. Mein Appell an die Politiker unter uns ist deshalb, genau hinzuschauen, wie sich die Strukturen in den Städten schon heute entwickeln und wie viele innovative Prozesse bereits auf dem Weg sind. Dieser zukunftsgerichtete Strukturwandel braucht politische Rahmensetzung, nicht Technologie und Strukturvorgaben. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich uns heute einen fruchtbaren Austausch und den Politikern in den Kommunen, im Land und im Bund ein zukunftsgerichtetes und auch optimistisches Glück auf. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, lieber Udo, sehr geehrte liebe Frau Schell, lieber Herr Arkais, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier in Düsseldorf, in der Turbinenhalle unserer Stadtwerke. Ich bin sehr gerne dieser Einladung gefolgt, einmal deswegen natürlich, weil ich immer gern zum Hörweg 100 komme, um den Vorstandsvorsitzenden Dr. Udo Brockmeier zu treffen, aber auch vor allem Veranstaltungen, und derer gibt es ja nicht so wenige, in dieser schönen Turbinenhalle beizuwohnen. Vor allem aber bin ich gerne gekommen heute, weil das Thema Klimaschutz aus meiner Sicht, und ja, ich darf das auch sagen als Vater von 5 Kindern, aus meiner Sicht eines, wenn nicht das drängendste Problem ist, die größte Herausforderung, vor der die Politik insgesamt steht. Wenn man zurückdenkt, das Thema Klimapolitik wurde spätestens zum ersten Mal im Jahr 1992 global diskutiert. Damals fand die erste Weltklimakonferenz in Rio statt. Ich weiß nicht, was Sie damit verbinden. Ich verbinde mit Rio immer den Begriff des Rio-Debakels. Man konnte sich seinerzeit gar nicht verständigen. Es hat dann fast ein Vierteljahrhundert gedauert, bis man sich im Jahr 2015 in Paris zumindest verständigt hat auf gemeinsame Ziele, denen sich alle, jedenfalls relevanten Staaten, angeschlossen haben. Aber wenn wir uns die Bilanz seither anschauen, dann ist die, ich möchte mal sagen, einigermaßen bescheiden. Weltweit steigt weiterhin der Ausstoß an Treibhausgasen. Ich glaube, auch in Deutschland haben wir zwar einen Rückgang zu verzeichnen, aber ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, ist immer noch der Hauptbeitrag zur Reduzierung der Treibhausgase, insbesondere CO2 in Deutschland, die Abwicklung der ehemaligen DDR-Industrie. Und da waren ja nun jede Menge Dreckschleudern am Werk. Aber seither haben wir keine großen, jedenfalls keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Und die Auswirkungen des Klimawandels spüren wir alle durch steigende Temperaturen, vor allem aber durch immer häufigere Extremwetterlagen, Extremwetterereignisse, wie wir sie auch hier in Düsseldorf schmerzhaft erleben mussten. Erst neulich der Orkan Friederike, aber noch viel schlimmer am Pfingstwochenende 2014
der Sturm Ela, dessen Folgen wir heute noch in Augenschein nehmen können, auch wenn mittlerweile auch durch eine große Anstrengung der gesamten Zivilgesellschaft hier in Düsseldorf die Folgen einigermaßen beseitigt worden sind. Das Thema Klimaschutz ist die größte Herausforderung und manchmal wundere ich mich ein wenig, dass wir ganz viele Themen in diesem Zusammenhang diskutieren, aber vielleicht nicht so fokussiert, wie es sein sollte, an den Verursacher herangehen. Der Verursacher des Klimawandels sind die Treibhausgase und ich glaube mittlerweile, es gibt glaube ich noch ein paar Renitenznester, aber ich glaube der Konsens ist sehr, sehr breit. Im Wesentlichen ist es CO2, was dafür verantwortlich ist, dass weltweit die Temperaturen steigen mit all den Folgen, die ich eben versucht habe darzulegen. Und wenn es darum geht, CO2, also dem Verursacher zu Leibe zu rücken, dann ist es glaube ich wichtig, dass wir sagen, was steuert am besten die Vermeidung von CO2? Und das ist letztlich der Preis von CO2. Deswegen verstehe ich immer nicht so ganz, weshalb wir uns nicht auf ein einfaches Prinzip verständigen. Man kann den Preis steuern, entweder indem man unmittelbar den Preis reguliert, das ist das Thema CO2-Steuer. Man kann den Preis auch dadurch steuern, dass man sagt, wir steuern es über die Menge, das ist das Prinzip des Emission Trading Systems, auf das man sich verständigt hat, dass wir sagen, wir nehmen die Verschmutzungsrechte sukzessive zurück und vertrauen dann darauf, dass eine zunehmende Verknappung zu einem steigenden Preis und damit eben zu einem großen Anreiz führt, alternative Möglichkeiten zu nutzen, die eben weniger CO2 ausstoßen. Ich muss sagen, eine der größten, Enttäuschungen ist es, dass seit wir dieses System etabliert haben, der Preis von CO2 eben nicht gestiegen ist, sondern tendenziell eher noch gesunken ist. Ich kann mich nur erinnern, vor meinem Leben als Oberbürgermeister war ich ja nun in der Energiewirtschaft tätig. Wir hatten damals Prognosen, wie der Preis pro Tonne CO2 steigen wird. Das führte natürlich dazu, Sie wissen, oder der eine oder andere von Ihnen jedenfalls, ich war für das Unternehmen Ruhrgas tätig. Wir hatten damals große Hoffnungen, dass ein ständig steigender Preis für CO2 Gaskraftwerke wirtschaftlich macht und wesentlich stärker emittierende Kraftwerke wie etwa Braunkohlekraftwerke irgendwann über kurz oder lang nicht mehr marktfähig macht. Was wir beobachtet haben, ist tatsächlich einen ganz merkwürdigen Energiemix in Deutschland aus einem ständig steigenden Anteil erneuerbarer Energie, der komplementiert wird in erster Linie durch mehr oder weniger rund um die Uhr laufende Braunkohlekraftwerke. Der klimapolitische Effekt war gering, dafür waren die Kosten allerdings ausgesprochen hoch. Deswegen kann ich nur noch mal appellieren, auch an dieser Stelle, ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist auf der einen Seite ordnungspolitische Disziplin, dass wir uns wirklich um den Verursacher kümmern und der Klimadiskurs NRW ist ja ein Dialog zwischen Umwelt und Wirtschaft. Ich glaube, der Widerspruch zwischen, oder der vermeintliche Widerspruch, der in Wahrheit gar keiner ist, zwischen Umwelt und Wirtschaft kann am einfachsten dadurch aufgelöst werden, dass wir Planungssicherheit schaffen. Und Planungssicherheit resultiert auch daraus, dass man der Industrie klar sagt, was sind das, worauf ihr euch heute schon einrichten könnt, und auf dieser Grundlage könnt ihr eure Investitionsplanungen vornehmen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlich effizienteres Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, als dass man manchmal ziemlich hysterisch regelmäßig neue zusätzliche Regulierungen einführt, die, und insoweit gebe ich Udo Brockmeier völlig recht, die natürlich die Planbarkeit verringern und uns immer weiter von einem Markt entfernen und gleichzeitig die Kosten immer weiter in die Höhe treiben. Ich glaube, so viel vielleicht jetzt zum allgemeinen Teil. Ich darf ja auch ein bisschen was über das Thema Düsseldorf, was können wir vor Ort tun oder was können die einzelnen Spieler tun, insbesondere dann, wenn sie entsprechend beanreizt sind durch einen klaren und zuverlässigen ordnungspolitischen Rahmen. Ich bin völlig der Meinung, dass uns in diesem Zusammenhang die Digitalisierung ganz neue Chancen eröffnet. Wenn wir überlegen,
welche Reduzierung von Transaktionskosten, welche Optimierungsmöglichkeiten die Digitalisierung bietet, dann können wir in der Tat jede Menge, ich sage es mal untechnisch, Blindleistung zukünftig vermeiden. Wir können tatsächlich, und der größte Vorteil ist ja die unmittelbare Rückkopplung zwischen Quelle und Senke, die uns tatsächlich ermöglicht, einen effizienten Einsatz der Energie zu schaffen. Und vor allem in diesem Zusammenhang werden auch erneuerbare Energien, deren Aufkommen ja nicht vorhersehbar ist. Wind und Sonne ist immer noch etwas, was wir nicht im Griff haben, aber deren Aufkommen nicht vorhersehbar ist, aber durch die unmittelbare Rückkopplung zwischen Quelle und Senke, um nur ein Beispiel zu nennen, sind hier, glaube ich, in erheblichem Umfang einmal Optimierungsmöglichkeiten zu schaffen, aber vor allem erhöht es natürlich auch die Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien, ohne dass es hierzu zusätzlicher regulierender Eingriffe bedarf. Und dasselbe, ein großer Emittent von Treibhausgasen, das wissen wir alle, ist auch der Verkehr. Auch beim Verkehr bin ich der Meinung, bedarf es eines umfassenden Blicks. Ich darf dies auch vor der gegenwärtig laufenden Diskussion über das Thema Dieselfahrverbote sagen. Was das Irritierende an dieser Angelegenheit ist, ist ja, dass es im Prinzip keine ganzheitliche Sicht auf dieses Thema gibt. Im Moment denken wir alle an Stickoxide. Wenn wir uns die Genese dieses Problems anschauen, wir hatten viele Jahre lang zu Recht einen Fokus auf CO2. Das nächste war das Thema Feinstaub. Was, glaube ich, niemand so richtig im Blick hatte, ist, dass sich ein Stück weit Feinstaub- und CO2-Emissionen und Stickoxidemissionen wie kommunizierende Röhren verhalten. Und vor diesem Hintergrund ist vielleicht besser, statt dass man ganz fokussiert sich um ein partikulares Thema kümmert, dass man sagt, generell wollen wir die Schadstoffbelastung, sei es nun CO2, sei es nun Feinstaub, sei es nun Stickoxid, generell absenken. Das ist einmal eine Frage des Verordnungsgebers, der die zulässigen Emissionen festlegt. Aber das ist auch eine Frage des Willens. Ich muss mal sagen, was sehr ärgerlich ist, das stimmt natürlich auch wieder der ordnungspolitische Rahmen nicht mehr, dass wir eine Zeit lang, und zwar mitten in Kenntnis des Umstandes, dass wir eine dramatische Klimaproblematik haben, SUVs, diese Dreckschleudern mit hohem Ausstoß, kein Mensch hat irgendetwas dagegen übernommen, die sind tatsächlich eine Zeit lang die beliebtesten Fahrzeuge gewesen. Und ich glaube, da spürt jeder unmittelbar, dass etwas nicht stimmt. Lassen Sie mich noch eins sagen. Udo Brockmeier hat auch darauf hingewiesen, es gibt jetzt im Moment wieder das Allheilmittel Elektromobilität. Ich wäre zurückhaltend. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt Symbolpolitik machen, indem wir jetzt den Verbrennungsmotor zu Grabe tragen. Ich glaube, es gibt durchaus sparsamere Treibstoffe. Ich habe mich immer gewundert, wieso sich Erdgas beispielsweise nie durchgesetzt hat. Jeder weiß, die CO2-Emissionen von Erdgasfahrzeugen sind signifikant geringer. Und ich kann nur vor einem warnen, ich bin nicht hundertprozentig sicher, wenn wir jetzt alle Eier in das Körbchen Elektromobilität kommen, ob wir nicht demnächst wieder eine Klage haben, dass alle Fahrzeuge stillgelegt werden müssen, solange die Umweltprobleme im Zusammenhang mit der Herstellung und Entsorgung von Batterien nicht gelöst sind. Also vor dem Hintergrund bitte nicht wieder auf ein Thema fokussierte Diskussion. Ich glaube, es bedarf hier in der Tat eines ganzheitlichen Ansatzes. Und dann, glaube ich, kommen wir auch endlich als Kommunen, um das noch abschließend sagen zu dürfen, dann sind wir nicht immer derjenige, dem der schwarze Peter für Probleme zugeschoben wird, die die Kommunen nun als allerletzte verursacht haben. Denn wir sind nicht diejenigen, die mit der Automobilindustrie verhandeln und sich möglicherweise beschummeln lassen. Und wir sind auch nicht diejenigen, die festlegen, welche Fahrzeuge zum Verkehr zugelassen werden. Ich wünsche Ihnen anregende Diskussion. Ich glaube, Sie haben ein sehr, sehr spannendes Projekt vor sich. Ich wünsche Ihnen, dass wir einen Konsens entlang der Themen finden, die wirklich zwingend erforderlich sind, um die größte Herausforderung unserer Tage zu bewältigen.
Und als Oberbürgermeister darf ich Sie natürlich auch ganz herzlich willkommen heißen in Ihrer Landeshauptstadt Düsseldorf. Vielen Dank.